Es reiste Lichtjahre durchs All. Auf der Suche nach intelligentem Leben. Sean ist zurück. Und diesmal bekommt er ganz besonderen Besuch. Und der ist nicht von dieser Welt. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuesten Sendung vom Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo. Hallo auch von mir, der Erik. Ich begrüße euch alle und die Hörer auch natürlich. Ihr seid ja eh alle zu Hause, könnt euch ja die Sendung jetzt in Ruhe anhören. Ohne Nebengeräusche wie S-Bahn oder Stadtbahn oder Auto, irgendwas. Und die fahren doch alle. Richtig groß zu Hause aufdrehen, die Anlage. Jawohl, wir haben tatsächlich Filme mitgebracht und auch eine Sneak Preview. Und ich habe es sehr wohlwollend aufgenommen, dass auch einige andere Podcasts so ein bisschen das Thema Sneak Preview wieder aufgegriffen haben. Nämlich sowohl der Sneakpod, da weiß ich allerdings nicht, ob die es jetzt von uns haben. Die haben den Schacht besprochen und die Leinwandperlen nämlich auch. Und soweit ich gehört habe, wollen sich auch noch ein paar andere da anschließen an unser Thema mit der Unterstützung der Sneak Previews durch diese Seite Kino on Demand und da wöchentlich irgendeinen Film schauen. Und wir haben ja in der vergangenen Woche einen Film geschaut von dieser Seite Kino on Demand, haben natürlich die Innenstadtkinos unterstützt und wir haben geschaut, Sean das Schaf, der Film UFO-Alarm ist der volle Titel, glaube ich. Ja, irgendwie so, ne? Aber eben im Original heißt er anders. Ja, Farmageddon. Farmageddon. Das war ja eine tolle Sneak hier, völlig überraschend. Ja. In den vorhergehenden, mich hat es total abgeholt. Ja. Also. In den vorhergehenden Filmen bin ich ja sogar aktiv ins Kino gegangen. War ich sogar in den Innenstadtkinos. Da lief das allerdings nicht im Metropol, sondern in einem von den kleineren. Weiß nicht wo, EM oder so, glaube ich. Ja, Sean das Schaf. Und ich bin da erst mit damals, weil meine Tochter da rein wollte. Ich dachte ja, okay, ja, ich kannte so die Serie. Die läuft ja ständig, glaube ich, auf dem Kika oder so, lief das immer nach dem Sandmännchen oder vor dem Sandmännchen. Und dachte schon, naja, das ist ja schon sehr infantiler Humor da drin. Mal gucken, was mich da bei dem Film erwartet. Und der erste Film, da war aber so, dass ich mich wirklich total kaputt gelacht habe, weil da waren so Witze drin, die eigentlich nur Erwachsene verstehen können. Und da waren auch viele Witze für Kinder drin. Und das hat einfach wunderbar gepasst, der erste Film. Deswegen jetzt der zweite Film. Sean das Schaf, UFO-Alarm. Wir sehen am Anfang ein kleines Alien-Kind, was sich in so ein Raumschiff begibt. Die Eltern schlafen und er startet versehentlich dieses Raumschiff. Und das Raumschiff fliegt zur Erde und landet dort und landet in der Nähe der Farm, der bekannten Farm, wo die ganzen Schafe leben da, von Sean das Schaf und so. Und erstmal im Wald. Da sind auch so Akte X-mäßige Referenzen dann drin. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Absolut, ja. Und da ist dann so ein Mann mit seinem Hund, der das irgendwie sieht, wie dieses Alien da, wie dieses Raumschiff da landet und wie dann das Alien aussteigt. Und da wird natürlich erstmal total irgendwie Alarm geschlagen. Kommt dann auch irgendwie die Regierung, wie es halt immer so ist, ne? Wie auch bei Akte X. Und die wollen den Fall untersuchen. Dann kommen welche, so, die könnten auch bei der Corona-Krise helfen, so mit Vollschutz und allem. Und haben auch direkt so einen Counter, ja, so und so viele gefangene Aliens, steht noch bei null. Also sind lange, ja, lange auf der Suche. Und ja, dieses Alien, ich muss jetzt anders anfangen, wir sehen da noch kurz die ganzen Schafe, was die machen sehr viel Käse, also viel mehr als in dem letzten Film, also auch auf der Farm, wo sie leben, sodass der Hund dann doch immer mal einschreiten muss und auch sehr viele Verbotsschilder aufstellt und die sehr genau im Auge behält, was die da so treiben. Und dann kommt aber das Alien irgendwie zu diesen Schafen, kommt bei den Schafen irgendwie unter und ja, von da aus versuchen die Schafe natürlich dann dem Alien auch irgendwie wieder zu helfen, dass es irgendwie vielleicht wieder zurückkommt. Und dann gibt es aber noch diverse Rückschläge, die dann so entstehen durch die Tollpatschigkeit der Schafe. Und dann müssen natürlich die Schafe, wenn eins der Schafe weg ist
um mit dem Alien irgendwie nach einer Rettung zu suchen. Da muss natürlich dann irgendwie eine Lösung gefunden werden, dass das Schaf in der Herde nicht fehlt, weil der Hund, der kontrolliert ja immer sehr, sehr genau. Und natürlich auch der Schäfer, der Mann, dem das alles gehört, der muss auch diverse Male ausgetrickst werden. Der wittert allerdings dann durch den ganzen Trubel, der da entsteht, um dieses gelandete Raumschiff und FBI und sonst was allem. Ich weiß gar nicht, ob es FBI heißt in England, aber sowas ähnliches, ne? Jedenfalls wittert der dann, dass er da Kasse machen kann. Er macht nämlich dann einen Farmageddon-Park, Erlebnispark, wo man so Aliens irgendwie so sich fotografieren lassen kann. Ist allerdings ein bisschen nepp, ein bisschen Scam, so, was er da so macht. Ich glaube, das Eintrittsgeld lohnt sich da nicht ganz so. Aber ach doch, dadurch, dass allein dann, mit den Schafen. Ja, genau. Dadurch, dass dann wirklich noch ein paar Sachen mit reinkommen, wird dann vielleicht auch dieser Farmageddon-Park interessanter. Hm. Ich glaube, ja, viel mehr will ich mal gar nicht so dazu verraten. Großer Spaß, fand ich. Chris, du ja, glaube ich, auch, oder? Er hat super viel Spaß gemacht. Also ich habe gedacht, okay, vielleicht wird es wirklich so ein leicht stark übertriebener Kinderklamauk, der da auf einen zukommt und so, ja, starten wir in diese erste Heimsneak mal mit so ein bisschen im Augenzwinkern. Aber dann ist da ein Film rausgehüpft, der echt witzig war. Also mit so unglaublich vielen Anspielungen auch. Also einfach nur herrlich. Die FBI-Agentin oder diese Geheimagentin, wie die ihren geheimen Raum betritt. Also, ich pfeife das jetzt nicht nach, aber es ist durchaus an eine Alien-Serie angelehnt, was sie da pfeift. Serie? Und ich dachte eher an den Film von Steven Spielberg. Ja, oder das, ja. Unheimliche Begegnung der dritten Art. Ganz arg viel. Ja. Da war doch, ganz war doch die Melodie, solche, ne? Sachen einfach. Dum, dum, ja, aber dum, ist, dum. Ja, aber das ist das einfach, was so unfassbar Spaß gemacht hat an dem Film. Er ist, klar, er ist ein bisschen doof, aber er ist, weil es halt mehr, schon irgendwo ein Kinderfilm, klar. Trotzdem, ich fand ihn echt cool gemacht auch, weil das ist ja auch wieder so Stop-Motion, oder? Ist ja, komplett am PC entstanden. Ja. Nee, komplett Stop-Motion eigentlich. Ja, ist komplett Stop-Motion. Bis auf die paar Spezialeffekte, die sie da drin haben. Ja, aber trotzdem. Und das ist halt auch wieder so brutal, was da an Arbeit dahinter steckt. Und ja gut, man kann jetzt sagen, ja, eine neue Geschichte ist es mal wieder nicht, ist klar. Trotz alledem, also ich finde immer noch, dass der brutal Spaß macht. Er ist auch mit 86 Minuten, ist er nicht zu lang geraten, aber auch nicht zu kurz geraten. Es ist schon so ein witziger Trip. Natürlich auch so ein bisschen was für die Familien dabei, so ein bisschen Moralkeule, nicht unbedingt, aber einfach so herzerwärmende Sachen. Und einfach, ja, es ist ein Film über Freundschaft, über Familie, über Kapitalismus, über Freizeitparks und halt über Sean das Schaf. Bisschen zu kurz, fand ich, kam Timmy, aber das ist okay, damit kann ich umgehen. Heißt ja auch Sean das Schaf und nicht Timmy das Schaf oder Sean und Timmy. Deswegen, das passt dann schon. Und ja, einfach schön. Ich fand es auch wieder schön da zu sehen, einfach wie jeder so in dem Film seine Träume hat, die man so im Nachhinein doch irgendwann verwirklichen kann. Und hat echt Spaß gemacht. Also viel Klamauk, viel unfassbar viele Anspielungen einfach, aber die dann auch konsequent zu Ende geritten. Und der Film bleibt sich eigentlich über die gesamte Spielzeit über treu und sowas schätze ich sehr. Also abgesehen von, wie gesagt, der unfassbaren Arbeit, die dahinter steckt bei sowas. Also das ist nicht nur, hier stell mal 4, 5 Schauspieler hin und gib denen die Texte, sondern da, ich will es jetzt nicht natürlich schlecht machen, was da andere machen oder was Real-Person-Movies machen, aber in dem Fall ist schon... Ja, es werden Knetmassen mehr oder weniger zum Leben erweckt und das auf eine unfassbar tolle Sache. Ja, das ist Wahnsinn. Also man merkt ja auch richtig, dass die Schafe, die haben ja unterschiedliche Charaktere sogar. Ne? Ja. Also einer so ein bisschen eher draufgängerisch, einer ein bisschen eher intelligent, einer ist total doof. Ja, das ist einfach herrlich. Und auch einfach dieses Detailverliebtheit, wo da drin steckt, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also wirklich ein echt cooler Film, den man, denke ich, problemlos zu Hause mit seinen Kids angucken kann. Dann haben die Kinder Spaß, man selber hat Spaß. So soll es eigentlich sein. Ja, auch in diesem Freizeitpark, wo der dann eröffnet ist, da kommen ja dann auch Gäste, ne?
Und da sind manche doch realen Personen sehr stark nachempfunden. Das war so, so von der Art durchaus, her. Durchaus, ja. Also da kam auch. Ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß. Ich habe ganz alleine geguckt, weil es gab noch nicht so richtig die Zeit, dass man irgendwie mit allen mal gucken konnte, weil, ja, aber ich wollte ihn auf jeden Fall mit dem Kleinen noch gucken. Ich habe den ja auch hier noch auf Blu-ray sowieso hier liegen. Kann ich aber echt empfehlen. Also Shaun das Schaf, UFO-Alarm. Wenn ihr euch die Blu-ray oder sowas nicht kaufen wollt und nicht warten wollt, bis der im Fernsehen irgendwann mal läuft, dann geht auf kino-on-demand.com, klickt in euch dort und sucht das Kino eurer Wahl aus, was ihr unterstützen möchtet damit. Dann bekommt ihr auch bei der ersten Buchung, also ich habe quasi 5 Euro dafür bezahlt gehabt für den Film und habe dann sofort aber, also 4,99 bezahlt und habe einen 5 Euro Gutschein von Innenstadtkinos bekommen. Also eigentlich habe ich noch 1 Cent gut gemacht, dadurch, dass ich den Film geguckt habe. Krass, oder? Ja, total. Ja, da kann ich mir dann irgendwie mal einen anderen Film noch angucken. Ja, was geben wir so an Punkten? Was gibst du? Ich gebe ihm 7 Punkte, weil es halt doch mehr Kinderfilm, aber einfach super cool gemacht und sehr viel Spaß gehabt. Ich wollte eigentlich auch 7 geben, aber aus rechnerischen Gründen habe ich mal 8 genommen. Du weißt warum. Ja. ja, weil ich fand tatsächlich schon scharf, der Film, den fand ich irgendwie noch ein bisschen lustiger. Weil sie, da gehen sie in die Stadt und so und weißt du, da gehen sie dann auch zum Friseur, die ganzen Schafe und so. Und da passieren so absurde Sachen und da ist eigentlich so fast in jeder Szene, hier ist halt mehr oder weniger ein was, halt Alien kommt hin und gucken, also ein bisschen E.T.-mäßig, Alien kommt hin und wird aufgenommen und muss beschützt werden vor irgendwelchen anderen und das ist, ja, das war für mich zu viel von dem, was ich irgendwie schon mal irgendwo gesehen hatte, anders. Aber natürlich auf einem sehr hohen Level, das Gemecker jetzt. Ne? Während Shaun das Schaf, der Film, ach, das war irgendwie, in jeder Szene ist irgendwas total Absurdes passiert. Da gehen die dann ins Restaurant und verkleiden sich und so 3 Schafe übereinander mit einem Mantel und lauter so eine Sachen. Also Chris, wenn dir das gefallen hat, dann guck mal, vielleicht gibt's den noch irgendwo. Ich kenne den. Achso, kennst du auch, ja. Okay. Naja. Ist ja ach, lustig. So. Ich hatte mal eine Bekannte, die hatte einen Rucksack. Von diesem Schaf. Also hat quasi die Tatzen über die Schultern gelegt, ne? Und dann war das so dieses Schaf. Ja, super. Ja. Und Kate, haben wir dir jetzt ein bisschen Lust gemacht, wenigstens hier? Ja, ein bisschen. Du warst ja etwas negativ eingestellt. Ja, ich bin nicht so ein Fan von Shaun das Schaf. Ja, vielleicht musst du ihm mal eine Chance geben. Ist ja so bei Sneaks. Da weiß man nicht, was kommt. Und manchmal gefällt es einem dann doch. Ja. Ja, mal gucken. Vielleicht hole ich es nach. Ja. Jetzt kommen wir zu der Sneak Preview für die nächste Woche. Sneak Preview. So, Sneak Master Chris. Was ist jetzt einen Tipp sagen oder was? Was? Genau, sag mal einen Tipp. Es ist nicht hell. Es ist nicht hell. Tag hell. Nein, wir haben uns für den nächsten Film entschieden, den es bei Kino on Demand zum Klicken gibt. Und zwar Dunkel fast Nacht. Ein Film aus Polen, ein Drama-Horror-Mystery-Thriller und sind mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ich hatte den. Also Erik hat sich den hauptsächlich gewünscht. Ich hatte den Trailer ja schon gesehen, ich wollte den Film sowieso gucken. Also die Wertung hier auf Moviepilot deutet so in Richtung einer typischen Sneak, sag ich mal. Aber kann ja auch trotzdem irgendwie was dran sein an dem Film. Also der Trailer hat mir sehr gut gefallen. Ja, hat sich auch jetzt ganz knapp durchgesetzt gegen die Känguru-Chroniken, weil die möchte der Erik nicht sehen. Ja. Ich habe ja sogar das Buch hier, ne? Ich habe es aber nicht durchgelesen. Ja, ich weiß nicht, da reizt mich der Film nicht. Aber ich dachte, ihr wolltet den gucken und dann drüber berichten, ganz normal, oder wollen wir den als Ja, das machen wir dann nächste Woche. Ah, okay. Nächste Woche gibt es auch noch Känguru-Chroniken. Ansonsten, wenn ihr sagt, ich soll den gucken, dann gucke ich den auch. Das so ist nicht. Also ich will es nicht. Natürlich sollst du den gucken. Will es nicht der Showstopper. Nein, nicht für 14,99. Ja, aber jetzt. Du sollst keinen Film gucken, der dich nicht interessiert unbedingt. Hallo, ich gehe jeden Woche in die Sneak. Da kommen so oft Filme, die mich nicht interessieren. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Nee, ansonsten, wenn wir das mal als Sneak der Woche aus, dann gebe ich auch 14,99 dafür aus. So ist es ja nicht. Also nein, das machen wir nicht. Denn der kostet ja noch ein bisschen mehr gerade. Ich glaube, nächste Woche gibt es was von Netflix. Ja, mal schauen.
Okay, also dunkel, fast Nacht. Dann für die Sneak Preview für die nächste Woche. Ich werde hier diesen Kino-on-Demand-Link werde ich mit reinposten bei uns auf der Webseite in den Shownotes. So, und Chris, du hast ja noch einen Film geschaut, sehe ich hier. Ja. Ich weiß nicht, kommt jetzt gleich noch ein Trainer von dir oder nicht? Nein, gut. Soll ich? Ist das Heimkino oder war das im Autokino? Das ist Heimkino, ja. Heimkino. Okay. Weißt du, ich stand vorm Kino, aber die hatten irgendwie zu. Ach so, ist ja Mist. Das war irgendwie doof. Ist da an die Tür geklopft. Ich weiß auch nicht, was da gerade los ist, ganz komisch. An die Tür geklopft, hier. Was ist los? Ja, ja. Nein, ich habe einen Film geklickt, den ich sehen wollte. Und den, also den, der mich, sagen wir es anders, der hat mich interessiert und habe ihn dann klicken können bei, oh Gott, war es jetzt Sky oder Prime? Ich weiß es nicht mehr, ich krieg's nicht mehr zusammen. Eins von beiden, irgendwo gibt's ihn jetzt halt schon. Und das ist der Film Bloodshot mit Isaac Gonzalez und Vin Diesel. Ach, da liegt der Hund begraben. Ja. Ja, da liegt der Hund begraben. Ist eine Comic-Verfilmung. Gleich mal vorneweg. Ah. Und es geht im Grunde um Ray Garrison, also Vin Diesel spielt Ray Garrison oder auch Bloodshot, der ganz am Anfang in einer Mission unterwegs ist als Elitesoldat und dort eine Geisel befreien muss und das auf eine ziemlich eigenartige Art, sondern auf seinen Weg einfach mit relativ brutal und also schon ein bisschen durchdacht, aber dann doch relativ brutal das Ganze löst und die Geisel da befreit. Und dann, wie gesagt, geht's direkt weiter mit, dass er zu Hause ist bei seiner Frau und dort wird er überfallen von eben welchen, die mit der Geiselnahme da zuvor auch schon zu tun hatten. Und wacht dann auf in einem Institut, hat nur noch ein paar Erinnerungen daran, wie seine Frau getötet wurde. Und die sagen ihm dann, ja, hallo, sie sind auch tot. Und wir haben sie ausgestattet mit so kleinen Bots sozusagen, die im Blut rumrennen und alles gleich reparieren können. Das erinnert so ein bisschen an Terminator, wenn der sich wieder zusammenformt. Und ja, er soll jetzt hier für diese Geheimagentur natürlich Aufträge erledigen und macht sich dann eigenständig auf den Weg und räumt denjenigen aus dem Weg, wo er eigentlich gedacht hat, ja, der hat meine Frau umgebracht. An seiner Seite oder ihn auffangen dort erstmal ist Isaac Gonzalez als KT, die auch dort lebt, in diesem Institut oder davon geschaffen ist und die hat wie so ein Atemgerät über der Lunge sitzen, also unterm Hals, an der Brustansatz zu sitzen und das hilft ihr zu atmen. Damit kann sie auch allerdings Giftgase ausfiltern und was weiß ich was. Vin Diesel kommt da rein in eine Organisation von sogenannten Supersoldaten auch irgendwo, aber macht eben sein Ding. Nur, was sich dann herausstellt, ist alles gar nicht unbedingt so, wie er denkt, dass es ist. Es ist auch nicht unbedingt klar, ist er jetzt der Böse, ist er der Gute oder in welche Richtung geht es. Und ich verrate natürlich nicht, in welche Richtung es geht, das soll man sich selber anschauen. Es ist an sich ein Film, der Vin Diesel relativ entgegenkommt, weil er braucht nicht viel Gestik oder Mimik. Eher Mimik, weil wir wissen ja, Vin Diesel hat die Mimik eines Kühlschranks und das kommt ihm in dem Fall wirklich absolut entgegen. Er wird schauspielerisch ein bisschen an die Wand gespielt von Isaac Gonzalez, muss man ganz einfach sagen, weil man da schon merkt, okay, die kann durchaus mehr wie er, was jetzt nicht so schwer ist. Also, ich bin jetzt nicht der größte Vin Diesel-Fan, aber trotzdem das merkt man in ganz arg vielen Einstellungen. Und was man auch merkt, ja, der Film ist jetzt nicht so,
nicht so dieses ein absolutes Meisterwerk. Es ist ganz cool, mal anzusehen. Von den Effekten her hat es mir sehr gut gefallen. Die Geschichte war okay. Der Hauptdarsteller, ja, der hat dann schon auch gepasst. Aber ich muss auch sagen, die Erwartungen, die ich an den Film hatte, waren jetzt nicht die höchsten. Es ist jetzt nicht irgendwie noch unterboten worden, sondern man kann sagen, ja, das passt so in etwa. Also es ist ein Film, ein Actionfilm, ein Sci-Fi-Film, den man sich mal anschauen kann in Ruhe. Oder was heißt in Ruhe? Wenn man halt so auf einen Actionfilm steht und jetzt nicht so viel erwartet, so ein bisschen Popcorn-Kino auf jeden Fall, ohne jetzt zu sagen, alles klar, den muss ich ein zweites oder drittes oder viertes Mal sehen, sondern da sagt man sich, okay, habe ich jetzt einmal gesehen, war ganz nett, das reicht auch schon. Und ich weiß, ich mache jetzt ganz arg wenigen Leuten darauf wohl nur Lust, aber warum lügen, ganz ehrlich? Es ist einfach, wie es ist. Und ja, was am Ende bleibt, ist eben ein Film, wenn ich ihn direkt bewertet hätte danach, hätte ich ihm 5 Punkte gegeben. Allerdings von den Effekten her hat es mir ganz gut gefallen, einfach auch, weil er manchmal dann doch ein bisschen seltsam witzig wird. Also kurzzeitig mal, wenn du so denkst, okay, puh. Die Choreografien der Kampfszenen sind auch ganz gut. Das heißt, da habe ich ihn jetzt nochmal auf einen halben Punkt noch hochgehievt. Also 5,5 und dann bekommt er einen Extrapunkt wegen Isa Gonzalez. Dann sind wir bei 6,5, das aufgerundet 7. Oh, okay. Ich glaube, ich gucke trotzdem mal rein. Den gibt's, ja, natürlich. Ich glaube, du machst nichts falsch, wenn du reinschaust. Hm. Aber wie gesagt, erwarte jetzt nicht hier einen absoluten Monster-Top-Action-Film, sondern einfach war ein Film, wo man sagt, der ist okay. Der Regisseur, der den gemacht hat, Dave Wilson, der hat zum Beispiel bei Love, Death and Robots, hier bei dieser Serie, hat er den auf Teil Netflix, gemacht, ja. Hat er diesen einen Teil gemacht mit diesen Roboterkämpfen, da gab es doch diesen einen, Sunny's Edge hieß die Folge, also gab es ja so eine Episode, und er hat sehr viele Special Effects gemacht in der Vergangenheit, so für Star Wars und so weiter, deswegen... Ich könnte mir auch denken, dass es vielleicht auch so der Start ist von irgendeinem Mehrteiler. Deswegen will ich den sowieso mal gucken, weil da kommt bestimmt noch irgendwas nach. Kann passieren, ja. Hm. Deswegen sollte man den vielleicht jetzt auch mal gucken, weil da kommt bestimmt noch irgendwas. Ja. Weil ich sag mal, Vin Diesel hat nicht seine anderen Franchises liegen lassen, um das zu machen, wenn er nicht irgendwie die Chance hätte, da irgendwie noch mehr zu machen. Der hat bestimmt nicht nur einen Vertrag für einen Film, sagen wir so. Na, mal gucken. Ja, wir werden sehen. Gibt es übrigens bei Amazon, also weil du ja vorhin überlegt hattest, wo du den geklickt hattest, bei Amazon kann man den gerade gucken in HD oder SD, also zum Kaufen und dann direkt streamen dann. Genau. Okay. Ach ja, stimmt, ich habe auch was geguckt. Wir hatten ja letzte Woche über den Blu-ray-Neustart geredet und der Zukunft zugewandt. Der Film, wo es so hieß, ja, Erik, der könnte dir gefallen hier, der hat ja was mit DDR zu tun. Und ich habe mir den jetzt angeschaut und ist mit Alexandra Maria Lara in der Hauptrolle. Regie hat gedreht, hat geführt Bernd Böhlich, den habe ich noch nie gehört vorher. Und es spielt allerdings lange, lange, lange vor der Zeit, die ich noch so kenne aus der DDR. Es spielt nämlich irgendwann Anfang der 1950er Jahre, und wir sehen, Alexandra Maria Lara ist in einem Gulag in der Sowjetunion damals, also in irgendwo weit weg, mitten im Nirgendwo, gefangen mit ein paar anderen, also ganz, ganz furchtbare Zustände. Und sie ist mit ihrer kleinen Tochter dort gefangen und ihr Mann ist in einem anderen Bereich des Lagers und ja, der will irgendwann mal seine Tochter auch sehen und wird dabei erschossen, und alles ganz, ganz furchtbar. Die kriegen ganz wenig zu essen. Es ist eisekalt dort und ja, halt Russland, ne? Und irgendwann wird sie zusammen mit ein paar anderen Frauen, also sie ist dort schon 10 Jahre inhaftiert. Wir erfahren das auch am Anfang noch nicht genau, warum die überhaupt dort sind. Kommt aber im Laufe des Films raus. Nach 10 Jahren wird sie zu der Lagerleitung hinzitiert, zusammen mit ein paar anderen Frauen. Da wird gesagt,
ja, packen Sie Ihre Sachen, Sie haben jetzt hier eine halbe Stunde Zeit, Sie dürfen eine Sache mitnehmen, einen Koffer mitnehmen, irgendwas und mehr nicht und das war's. Ja, auf geht's. Und dann werden die erstmal hinten auf so ein LKW-Ladefläche und müssen da so durchs eiskalte Sibirien auf einer Ladefläche hinten werden die irgendwo hingekarrt und kommen dann irgendwann mal in der DDR an, tatsächlich in Fürstenwalde und werden dort von der zuständigen Kreisleitung irgendwie so begrüßt, so als, ja, ihr kommt ja hier aus der Sowjetunion und so weiter, wir helfen euch hier bei hier Fuß zu fassen und da kommt schon ein bisschen so ein komisches Geschmäckle auf, da, was das Ganze jetzt soll und ich mach's das mal kurz, also erstmal wird ihrer Tochter geholfen, weil die ist jetzt mittlerweile sehr schwer krank geworden, auch auf der ganzen Reise, auf der Ladefläche, da schwere Lungenentzündung und sie kommt da schnell ins Krankenhaus und der Arzt kümmert sich sehr rührend um sie, gibt ihr auch ein sehr neues Medikament, was sie dort zur Verfügung haben, nämlich Penicillin oder sowas, da haben sie irgendwie sehr, sehr rar und gerade so nach dem Krieg war das ja nicht so. Na, jedenfalls fasst sie dann so ein bisschen Fuß und irgendwann kommt der Tag, wo so, ich denke mal Stasi war das oder so, den gegenüber sitzt den Frauen, einen Vertrag hinlegt und da steht so sinngemäß drin, wir helfen euch hier, dass ihr jetzt hier wieder ein neues Leben beginnen könnt in der DDR, aber ihr dürft über alles, was dort passiert ist in Russland, nichts sagen und wir erfahren dann nämlich auch, dass sie mehr oder weniger unschuldig dort in diesem Gulag verhaftet worden waren bei den stalinistischen Säuberungen in Russland damals. Sind halt auch viele einfach willkürlich verhaftet worden und der hat ja auch die ganzen Trotzkisten und so weiter einfach hingerichtet und umgebracht und so. Das war ja auch, Stalin war ja kein angenehmer Zeitgenosse und ja, darüber dürfen sie natürlich in der DDR kein Wort verlieren, weil das ist ja der große Bruder, Sowjetunion, alles super, was von da kommt und die machen ja keine Fehler, schon gar nicht jemand unschuldig irgendwo hinter Gittern bringen. Und dieses Wissen nagt dann weiter an ihr, weil sie ja nicht drüber reden darf und auch wenn sie Leute kennenlernt, sie kann ja niemandem sagen, zum Beispiel, dass ihr Mann erschossen wurde oder sowas, sie muss sich dann immer irgendwelche anderen Ausreden einfallen lassen und ja, ihre Tochter muss natürlich auch sagen, was sie dort nicht sagen darf in der Schule dann und sie lernt dann den Arzt, der ihre Tochter behandelt hat, dann auch ein bisschen näher kennen und dann natürlich auch die Nachbarn, wo sie eine Wohnung bekommt und trägt halt dieses Geheimnis immer mit sich rum, verplappert sich dann auch mal, wo sie dann wirklich ganz hart angezählt wird und sie sucht dann auch ihre Eltern oder besser gesagt, ja, sie sucht ihre Eltern, da lebt nur noch die Mutter dort, wo sie gelebt hat und die Mutter weiß ja auch nicht, was passiert ist, also ihre Tochter war halt einfach mal ja, für 10 Jahre irgendwo verschwunden und sie dachte, sie reist durch Russland und hat sich überhaupt nicht mehr gemeldet, aber in Wirklichkeit war sie ja inhaftiert. Das darf sie aber ihre Mutter auch nicht sagen. Also insgesamt ein sehr, ja, sehr schwerer Film, langsam erzählt und eher so Fernsehfilm-mäßig, würde ich mal sagen, so von der Erzählart her. Das war ja diese bedrückende Stimmung, die es halt auch vielfach in der damaligen Zeit gab. Was darf man erzählen und ja, gerade diese Obrigkeit, diese Willkürlichkeiten und so, das kam im Film ganz gut rüber, auch sehr gute Schauspieler. Allerdings hat mir da ein bisschen, ja, zu viel oder zu wenig gefehlt, dass es mal ein bisschen, ja, straffer erzählt worden wäre, diese ganzen Geschichten. Stand in der Schlusstafel, stand auch mit da, dass alles auf einer wahren Begebenheit passiert. Das macht es natürlich alles umso schlimmer, wenn man denkt, dass das jemandem passiert ist und das wird ja auch kein Einzelfall gewesen sein und insgesamt ein Film, den man sich vielleicht mit einem gewissen Interesse für die Zeit und für die Gesellschaftssysteme mal angucken kann, aber ist jetzt bei Weitem nichts für jeden. Also geht auch fast 2 Stunden, also 108 Minuten. Und ich gebe dem Film 6 von 10 Punkten. Ich denke, ich habe euch damit keine Lust gemacht, schätze ich mal. Ich bin kurz eingenickt. Ja. Bisschen schwere Kost. Ne? Den zweiten Film habe ich noch gesehen, den hatte ich mir auf Sky aufgenommen. Wir waren doch alle begeistert von dem Film Midsommar. Total. Es gibt tatsächlich Leute da draußen, die den ziemlich feiern. Ich weiß, ich kann es nicht verstehen, ehrlich gesagt. Am Midsommar, ihr könnt euch dunkel erinnern, es geht darum, dass die junge Dame wird halt eingeladen irgendwo in Schweden, Finnland, weiß nicht, irgendwo da.
bei so einer Sekte da irgendwie mitzufeiern. Das ist Midsommar. Ja, war das Schweden? Schweden. Genau, Schweden, ja. Klar. Genau. Und stellt dann fest, da ist gar nicht alles so heile Welt, wie sie gedacht hat. Ups, ja. Ich habe jetzt einen Film gesehen von, der ist in den USA 2013 rausgekommen. Kinostart in Deutschland, DVD Blu-ray-Start in Deutschland war der 6.11.2014. Der heißt The Sacrament. Und The Sacrament ist ein Film von Ty West. Und der hat noch nicht allzu wahnsinnig viel gemacht, aber ist im Horrorgenre ganz gut unterwegs gewesen. Und den Film, also hat zum Beispiel House of the Devil gemacht oder Cabin Fever 2. Und den Film kannte ich jetzt noch nicht von ihm. Und die anderen fand ich jetzt nicht so schlecht, dass ich gedacht hätte, okay. Und der lief auf Sky irgendwann mal und da hatte ich mir den aufgenommen. Den hatte ich jetzt hier auf meiner Festplatte da entdeckt, auf meinem Receiver. Und hab den jetzt mal geschaut. Und in The Sacrament, Achtung, jetzt könnte ein Déjà-vu eintreten, geht es darum, dass eine Filmcrew von dieser US-Seite Vice, das kennt ihr bestimmt, das ist glaube ich eine echte, so Vice Magazine, die machen immer so Reportagen relativ nah dran an Leuten, auch viel im Rap-Genre machen die auch viel. Und die reisen nach Südamerika, weil von dem einen die Schwester, irgendwo verschollen ist. Die wollte da irgendwo hin und die hatte vorher einen Drogenentzug und ist dort irgendwo gelandet bei irgendwelchen Leuten. Gab es irgendwie so eine Kommune, wo sie hin wollte, die irgendwie so ganz sauber alles leben, so ordentlich ernähren und so. Da wollte sie halt hin, um ihren Drogenentzug da zu beenden und gar nicht erst in Versuchung zu kommen mit irgendwas. Und die Filmcrew macht sich dann auf, um da eben so ein bisschen eine Reportage drüber zu machen, auch was sie dort so treiben. Und Achtung, Déjà-vu, wie gesagt, man stellt dann fest, dass da dort nicht alles so rund ist, wie man sich das so gedacht hätte und führt dann so weit, dass auch so Leute dann irgendwie anfangen wollen, was denen zu sagen und dann wird gesagt, nein, ihr redet nicht mit denen und so weiter und auch so Leute, die sagen, oh, helfen Sie uns, wird ihnen kleine Zettel zugesteckt, weil irgendwie darf von denen keiner das Lager verlassen, die Schwester darf auch nicht das Lager verlassen, also sie sucht sich am Anfang immer Ausreden, dass sie nicht mitgehen kann und hier will irgendjemand was sagen, oder? Ich höre irgendwie Geräusche. Irgendwoher kenne ich diesen Film. Ja, ja. Genau. Aber das fällt gleich unvorlachen. Die haben halt so einen charismatischen Führer, den die auch nur alle Vater nennen. Der das alles so im Griff hat. Und ja, im Gegensatz zu Midsommar fand ich das hier gar nicht mal schlecht. Also wirklich jetzt. Also es war richtig gut gemacht. Also diese bedrohliche Atmosphäre, die kam im Gegensatz zu Midsommar hier richtig rüber, weil sich das so langsam einschleicht. Also am Anfang werden die noch, da ist jetzt nicht so ein riesen Hippie-Festival wie bei Midsommar, sondern ja, die kommen halt dahin, sind so einzelne Hütten und sehen die so, wie die Leute so Sachen anbauen dort, hier Gemüse und so weiter, gibt es Essen und alles sowas. Und schleicht sich dann halt eher so in kleinen Dingen so ein bisschen ein, dass es irgendwie komisch wird. Irgendwie wird es seltsam und hat dann auch ein ganz anderes Ende als Midsommar, was auch ziemlich cool, oder was heißt cool, in dem Sinne kann man es jetzt nicht cool nennen, aber was mich sehr überrascht hat und was ich irgendwie gut fand, hier das Ende. Deswegen, also ich fand Sacrament eine ganze Ecke besser als Midsommar und gebe dem Film 6,5 von 10. Also 7. Hat mir Spaß gemacht. Nein. 6,5 von 10. Ja, dann gebe ich Bloodshot auch 6,5 nur. Ach so, na, dann kann ich das auch hier noch ändern. Sacrament, ich weiß nicht, ob es jetzt noch läuft. Es war ein bisschen weiter unten in meiner Liste hier auf meinen Aufnahmen. Vielleicht könnt ihr mal einen Blick riskieren oder so. Ist echt nicht schlecht. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre so ein Found-Footage-Film. Aber war es dann doch nicht. Also das ganze Zeit auch so mit dass die Leute das selber drehen und dann rennt auch mal jemand und die Kamera läuft dabei und so. Das fand ich schon echt gut. Während Midsommar war ja eher so Style over Substance und wirklich so toll geleckte Bilder da und glossy alles und so. Und hier ist es eher so dreckig und richtig übel teilweise. Und die Leute waren auch irgendwie cooler. Also die Art, wie die miteinander geredet haben, war auch so, dass man sagt, ja, so reden wirklich Leute miteinander. Nicht wie bei Midsommar, wo die dann alle so komisch
Ja, genug Midsommar-Bashing. Das wird reichen. Das war es dann auch mit den Filmen von dieser Woche. Und dann begeben wir uns mal in den Bereich der Blu-ray-Neustarts. Das Einzige, was uns hier noch bleibt, hier in der kinolosen Zeit. Kinocharts und Neustarts. Mal den Blu-ray-Kalender hier öffnen. Heute ist der 5.4., da ist es der 6.4. So, oh, Moment. Ein Film mit Robert Downey Jr. gibt es jetzt neu auf Blu-ray. Der heißt Der Solist. Und Steve Lopez, gespielt von Robert Downey Jr., ist ein Zeitungskolumnist der LA Times. Und er trifft in den Straßen. Trifft T. Was? Da ist irgendwas falsch geschrieben. In den Straßen von Los Angeles durch Zufall das ehemalige Wunderkind der klassischen Musik, Nathaniel Anthony Ayers. Spielt er nicht bei uns? Mit viel Verständnis und Geduld und durch die Kraft der Musik versucht Lopez, dem schizophrenen, obdachlosen Cellisten wieder eine Perspektive zu geben. Ach, den kenne ich. Und ihn auf den richtigen Weg zurückzubringen. Ja? Kenne ich. Guter Film. Okay. Das ist guter Film. Klingt nämlich ganz interessant. Und Robert Downey Jr. ist hier zu Hause sehr beliebt. Vielleicht kann ich dir mal gucken. So, was gibt es noch? Es gibt noch Alles außergewöhnlich. Das ist in Alles außergewöhnlich geben die beiden Drehbuchautoren und Regisseure Eric Toledano und Olivier Nakache, ziemlich beste Freunde, zwei Helden des Alltags, eine Bühne, die jeden Tag unter Beweis stellen, dass jeder Einzelne von uns einen Beitrag dazu leisten kann, unsere Gesellschaft menschlicher zu machen. Für die Hauptrollen von Alles außergewöhnlich konnten Toledano und Nakache mit Vincent Cassel und Reda Kadeb, zwei exzellente französische Charakterdarsteller, gewinnen. So, worum geht's jetzt in dem Film? Ist jetzt Vincent Cassel eigentlich immer noch verheiratet mit Monica Bellucci? Weil das, frag mich was einfach. Der hat natürlich. Aber da geht's doch um diese Arbeit mit beeinträchtigten Menschen, oder? Ich weiß nicht, aber irgendwas sagt mir der Film. Ja, Moment. Es war. Irgendwie, also die arbeiten doch mit, als Erzieher und Lehrer mit autistischen Jugendlichen aus dem Brennpunkt der Stadt. Okay. Da, ja, das, und ich glaube, das ist ein Film, also den möchte ich auch eigentlich noch sehen. Der hat mich im Kino schon so ein bisschen interessiert, habe ein bisschen gehofft, vielleicht rutscht er zu uns in die Sneak, aber das ist einer, den möchte ich auf jeden Fall noch sehen. Den hatten wir, glaube ich, ein paar Mal getippt oder so, irgendwas sagt mir der vom Namen her. Ja, getippt haben wir ihn, ja. Übrigens, Gala-News, Monica Bellucci ist nicht mehr mit Vincent Cassel verheiratet. Sie war mit ihm verheiratet von 1999 bis 2013. Okay, du hängst 7 Jahre. Ja, da habe ich damals, wo ich das gehört habe, dachte ich, oh Mann, der Mann hat Jackpot hier. So, was haben wir denn noch so Schönes? Der Leuchtturm. Lief der nicht auf Amazon Prime oder so? Dieser Schwarz-Weiß-Film mit Willem Dafoe. Oder so, wo die beiden im Leuchtturm. Robert Pattinson, genau. Ein entlegener Leuchtturm Außenposten an der Küste Neuenglands wird zum Schauplatz eines archaischen Duells zwischen dem Wahnsinn zweier Männer. Ja, weiß nicht, ob man den auf Blu-ray sich holen muss. Nur wenn es einem sehr begeistert hat auf Amazon Prime, dann kann man den mal kaufen. Ich fand den Trailer schon damals ganz, ganz furchtbar. Da war ja irgendwie ein 4:3 oder fast 1:1 war der, ne? Fast quadratisch irgendwie das Bildformat. Und schwarz-weiß und ganz komisch gedreht. Schwarz-weiß ist per se nicht schlecht, siehe Clerks. Ja, rein mathematisch gesehen war es das damit schon, aber du brauchst nur ein Gegenbeispiel für dein Argument. Genau. Damit ist es hinfällig. So, ich habe hier Bernadette Fox, gespielt von Kate Blanchett, ist anders als die perfekt organisierten Mütter aus der Nachbarschaft. Sie ist chaotisch, exzentrisch, sensibel und schläft schlecht. Bernadette braucht nach Jahren der Fürsorge für ihre Familie dringend mal wieder etwas Zeit für sich. Die einzige Star-Architektin hat Los Angeles den Rücken gekehrt und ist ihrem Mann LG, Billy Crudup, einem erfolgreichen IT-Manager, nach Seattle gefolgt. Dort leben die beiden mitsamt der 15-jährigen Tochter Bea, Emma Nelson, in einer von Brombeerhecken umrankten alten Villa, die viel zu groß und obendrein sanierungsbedürftig ist. Also L, Bea und Bernadette. Okay. Den Trailer hatten wir besprochen sogar. Ja. Kristen Wiig spielt auch noch mit als Nachbarin Audrey. Also ja. B-
Billy Crudup kenne ich immer noch aus Almost Famous. Da fand ich den sehr gut. Aber erinnert ihr euch nicht an den Trailer von Bernadette? Ja, doch, dunkel. Dunkel, ja, dunkel irgendwie. Ist, ne? War doch, dass die dann, so die dann versucht, ihre Haus zu renovieren und dabei einen ganzen Hang lostritt, der dann bei der Nachbarin im Wohnzimmer hängt. Okay. Wo die ganze Erde abrutscht, weißt du nicht mehr? Ja, genau. Und das ist dann... Jetzt sagt's mir plötzlich ist sie verschwunden. LG und B nehmen die Suche auf und ihre Reise endet schließlich mitten in der Antarktis. Genau. Mit einer überraschenden Entdeckung. Ach, genau. Spoiler, überraschende Entdeckung. Da ist es kalt. Das klingt ja so absurd, das sollte man ja fast mal gucken. Irgendwie. Also wenn wir den eh für das nie getippt hatten irgendwie und so, dann vielleicht sollten wir den doch mal für die nächsten Wochen irgendwie, so lange wie wir zu Hause eingesperrt sind, den mal vormerken. Klingt ja so absurd irgendwie. es gibt auch noch neue auf Blu-ray. Einen Film, den wir in der Sneak hatten, als es noch Sneak gab, damals, vor vielen Jahren, hatten wir Booksmart, den Film. Und wo ich am Anfang gedacht hatte, oh Gott, das ist irgend so ein Mädchending, ne? Nee, es war eine sehr witzige Komödie über Molly und Amy, die in ihrer Highschool so in den letzten Tagen vor der Prom-Night sind, die vor der Abschlussfeier und so weiter sind. Und sie stellen fest, sie sind so die Streberin gewesen, die ganzen Jahre, um gute Noten zu kriegen und sich ein gutes Leben später mal zu erhoffen und gutes Studium und so weiter, gute Uni. Und dann stellen sie aber fest, hey, die größten Dumpfbacken bei uns in der Klasse, die kommen auch an die Top-Unis, ne? Die haben nie was gelernt und die hatten immer Spaß und Party und so weiter. Und dann sagen sie sich, okay, jetzt oder nie, also jetzt nehmen wir wenigstens die letzten Partys noch mit auf der Highschool, damit wir da nichts verpassen und hauen nochmal richtig einen machen richtig einen drauf, weil die eine von den beiden, die will auch irgendwie nach Afrika erstmal so ein soziales Jahr machen und sie sehen sich dann sowieso erstmal eine Weile nicht. Und ja, ich kann den Film sehr empfehlen, was ich auch getan habe in der Lift. Das ist einer von meinen drei Blu-ray-Neustarts, die ich empfohlen habe. Und ja, wenn ihr den da draußen, ihr geschätzten Hörer, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann werft mal alle Vorurteile über Bord und auch lasst euch von dem Cover nicht abschrecken, was ein bisschen nach Mädchenfilm aussieht. Guckt da mal rein. Echt cool. Ja, da mal durchaus machen. Da macht man nicht so viel falsch. Ich hätte jetzt abschließend noch Hustlers. Oh, sexy, warte mal, clever, warte mal, und warte mal. Sag noch mal den Titel und lass danach eine Pause, oder? Hustlers. 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Danke. Sexy, clever und ziemlich tough. Klingt ein bisschen nach mir. Diese Frauen verdrehen den Männern den Kopf. Okay, ich bin raus. Und zwar weit mehr, als ihnen lieb ist. Mit einer sensationellen Leistung, das klingt wieder nach mir, führt Jennifer Lopez, klingt überhaupt nicht nach mir, den Cast von Hustlers an. Zusammen mit Constance Wu, Crazy Rich, Kiki Palmer, Scream und Lily Reinhardt, Riverdale, mischt sie die Welt der Wall Street auf. In weiteren Rollen spielen unter anderem Julia Stiles und die Rapperin Cardi B und Lizzo. Also ich war schon bei Jennifer Lopez raus. Okay, und jetzt nennen wir mal bitte einen Song von Lizzo. Lizzo? Nie gehört. Ja. Ist er oder sie verwandt mit Rizzo? Na, frag die Rapperin. Also ich sag dir, die hat zum Beispiel gemacht Good as Hell und True Hurts. Okay. Habe ich gerade bei Google, sind die ersten Ergebnisse, die da kommen. Und Juice. Ja, aber sonst keine Ahnung. Und auf Instagram heißt sie Lizzo Beating. Ja, keine Ahnung. Nie gehört. Die Kate ist doch eher so in dem ganzen Pop-Game. Kennst du die? Nee, die kenne ich auch nicht. Nee? Okay. Nee. Ah, gut. Kann man nichts machen. So, News haben wir auch nicht, aber Serien haben wir. Ha! Serien. Was gibt's Neues auf Apple TV Plus? Auf Apple TV Plus gibt es neu Home Before Dark. Ist eine neue Serie, die wurde auch jetzt aufgrund dessen, dass wir ja alle zu Hause bleiben müssen, alle Folgen auf einmal veröffentlicht. Geplant war, dass jeden Freitag eine neue Folge kommt. Ich bin jetzt schon bei Folge 9 von 10. Ich habe gestern damit angefangen, muss man damit sagen. Und es geht um, beruht auf einer wahren Geschichte von einer jungen Journalistin, die ist 9 Jahre alt und die zieht mit ihrer Familie in die Kleinstadt zurück, wo ihr Vater aufgewachsen ist.
Und kaum sind sie dort angekommen, werden ihre detektivischen und journalistischen Instinkte geweckt, denn sie geht einem Mord auf die Spur und allem, was damit zusammenhängt. Denn vor 31 Jahren verschwand ein Junge, und zwar der Freund von ihrem Vater. Und der Mord wurde nie aufgeklärt oder dieses Verschwinden wurde nie aufgeklärt. Und sie und ihr Vater und irgendwann auch dann die ganze Familie wollen das Ganze aufrollen, neu aufrollen. Es ist super süß gemacht. Also die Neunjährige ist der Wahnsinn. Das ist keine normale Neunjährige. Und wie gesagt, beruht auf wahren Begebenheiten, diese junge Journalistin, gab es so wirklich. Kann man absolut mal reinklicken. Wie gesagt, ich bin süchtig. Ich gucke jetzt nachher die letzte Folge noch an und bin unglaublich gespannt, wie es ausgeht. Ist Mystery, ist jetzt nicht irgendwie gruselig oder so oder irgendwie blutig, dass wir irgendwelche Leichen finden oder sowas, das nicht. Aber es ist spannend. Es ist extrem spannend, wie jetzt wer mit wem unter einer Decke steckt, was wurde vertuscht, was wurde eventuell nicht erwähnt, warum wurden Beweise unterschlagen. Also es ist richtig schöne Detektivarbeit und eben alles von einer Neunjährigen zusammen mit ihrem Vater. Wer spielt da so mit? Ist gar nicht so wirklich viel Bekanntes dabei, muss ich sagen. Ich muss mal ganz kurz die Namen aufnehmen. Also die Hildi Lisko, das junge Mädchen, wird gespielt von Brooklyn Price. Keine Ahnung, ob die schon mal was gemacht hat. Dann ihr Vater, muss ich mal ganz kurz gucken, Lucien Frank Briggs. Mhm. Das ist alles nichts, wirklich kein, also mir kam niemand bekannt vor. Okay. Das sind alles sehr, sehr unbekannte Namen und Gesichter auch. Und das, ich gucke ja sehr, sehr viele Serien. Kam mir jetzt niemand bekannt vor, aber es sind richtig, richtig gute Schauspieler. Muss man sagen. Also ich hoffe, dass man von der Kleinen, von der Brooklyn Price noch mehr hört und sieht. Okay, wie gibt's eigentlich ein bisschen mehr Material mittlerweile bei Apple TV Plus? Ich meine, ich habe das zwar, aber ich gucke da eigentlich kaum rein, weil irgendwie... Ja, also da taucht immer wieder was auf. Ja? Ja. Okay. Gibt's Little America gibt es mittlerweile. Dann gibt es noch einen Film und eine Serie mit einem toten Kind. Die habe ich auch noch nicht angeguckt, die ist ganz gruselig. Klingt sehr furchtbar. Da ist irgendwie das Kind gestorben und die Mutter hat es durch eine Puppe ersetzt. Und die Mutter glaubt jetzt, dass die Puppe ihr Kind ist und stellt sogar ein Kindermädchen und so ein. Also ganz, ganz strange. Habe ich aber noch nicht angeguckt. Es kommt immer wieder was Neues auf Apple TV Plus. Und dann, wie gesagt, jetzt Home Before Dark. Und für den 24. April ist auch schon die nächste Serie angesetzt, die auch sehr interessant aussieht. Wie heißt die? Habe ich vergessen. Wird aber auch dort schon als Trailer, kannst du den Trailer auch schon angucken für die neue Serie, die dann kommt. Habe jetzt irgendwie echt viel zu viel. Ich dachte schon mit Netflix und Amazon Prime, dachte ich schon, ich habe viel und krieg's kaum noch geregelt. Und jetzt ist noch Disney und Apple TV Plus dazugekommen. Jetzt kriegt man das überhaupt nicht mehr geregelt, was da nur läuft und was man gucken sollte und wo was Neues da ist und so. Pff, irgendwie ist alles zu viel. Es fehlt wirklich irgend so eine, weiß nicht, so ein Dashboard, wo ich alles sehe und was ist jetzt gerade neu und was gibt's irgendwo. Ist alles. Wie löst ihr das? Also ich komme bisher noch klar. Einfach überall gucken oder was? Das ist mir zu aufregend. Ja, ich gucke jetzt gerade How I Met Your Mother auf Netflix. Also ich bin eh raus. Okay. Chris hat einen Rewatch gestartet. Ja, wenn wir einmal bei Serien sind, kann ich ja erwähnen, was ich vor dem Vorgespräch schon. Ich habe Ozark, die dritte Staffel, geschaut und das hat mich so weggehauen und weggeblasen. Das war so gut, ey. Ich dachte schon, also nach der großartigen ersten Staffel habe ich ja schon gedacht, was kann denn da noch kommen? Und wer es nicht kennt, mit Jason Bateman, eine Serie, wo er in der ersten Staffel aus Versehen oder so ein bisschen erfährt, dass seine Firma, in der er arbeitet, dass die, ja, die machen so Buchhaltung und sowas, ist quasi sowas wie Dativ in Deutschland, keine Ahnung, und wo er dann feststellt, oh, scheiße, die haben für die Mafia die ganze Zeit irgendwie Geld gewaschen durch diese Buchhaltung, die sie da gemacht haben, und
Dann muss er auch fliehen und flieht irgendwo hin und die Mafia kommt ihm auf die Spur und er sagt, okay, jetzt ist er hier in den Ozarks, das ist so ein Seengebiet in den USA. Er ist dorthin gegangen, um das dort weiter zu treiben, weil dort würde das besser gehen und da kann er besser Geld waschen, weil es dort viele Unternehmen gibt und da gibt es noch keine Mafia und so weiter. Und das ist so die erste Staffel, wie er dann so langsam reinrutscht in das ganze Thema. In der zweiten Staffel, die will ich jetzt mal nicht spoilern für die, die vielleicht noch nicht mal die erste gesehen haben, geht es auf jeden Fall dann weiter und ich dachte, was kann da noch kommen nach der großartigen ersten Staffel? Und da kam noch echt eine Menge und echt heftig und echt geil. Und jetzt, dann habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt ist doch eigentlich alles erzählt, was will man denn da noch machen? Und die dritte Staffel, die ist einfach mal wieder, die hat nochmal so eine Schippe oben drauf gelegt und das Ende ist so krass, ey. Und ich gedacht habe, meine Güte, und die Schauspieler sind so gut und Wahnsinn. Wahnsinn, also echt Ozark, sehr empfehlenswert. Hat auch so ein bisschen so ein Geschmäckle, vielleicht so ein bisschen wie Breaking Bad, also so eine, teilweise auch so ein konstantes Unwohlsein, wo man merkt, oh scheiße, das läuft jetzt gerade gar nicht, es läuft gerade irgendwie so in die falsche Richtung und so. Und man sieht aber die Personen, wie sie weiter so agieren in dieser Richtung, wo man denkt, oh, das kann doch nicht gut ausgehen, das kann doch nicht gut ausgehen und so. Das wird kein gutes Ende nehmen. Ja, ja, genau. Und, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Was dann, was aber ja in dem anderen eher so lustig war, ist dann hier eher so, wo du denkst, oh, und dann nimmt es auch manchmal nimmt es noch so Abbiegungen, wo du denkst, oh, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Und manchmal läuft es auch wirklich voll in das Messer rein, ne? Und so, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja, also Ozark auf Netflix. Gibt es 3 Staffeln bis jetzt. Die haben auch sehr wenig Folgen, nur so irgendwie 10 Folgen oder so. Eins der großartigsten Sachen, was ich wirklich so, also von diesen Drama-Thriller-Serien, Gangster-Serien gesehen habe. Jo, dann machen wir weiter mit, wenn ich hier meinen Bumper finde, irgendwo. Das Programm noch offen, ja, nimmt noch auf, ein Glück. Habe ich irgendwie völlig in den Hintergrund geklickt, aber jetzt haben wir Games. Games. Chris spielt Doom. Ja. Play like it's 1991, ja. So nett, weil ich hab's doch schon mal erwähnt hier, ich glaube vor 2 Sendungen oder sowas. Das kommt mir auch so vor, ja. Deswegen ja, habe ich mich Doom jetzt gefragt, Eternal, ob das jetzt was Neues ist. Was die Nein. Ich will nur sagen, ich bin durch damit. Oh. Ich habe es gestern Abend habe ich es komplettiert. Und alter Verwalter. Also Doom war damals schon immer relativ witzig, ein relativ heftiger Shooter. Jetzt ist es ein absoluter Höllenritt. Ich kann es nicht anders sagen. Es passt einfach auch zum Titel. Es ist unfassbar schnell. Du bist völlig im Tunnel, wenn du mal da drin bist. Du reagierst eigentlich nur noch und funktionierst wie so eine klickende Killermaschine, um einfach irgendwie noch am Leben zu bleiben. Und es ist alles so hektisch, es ist alles so schnell. Ich war jedes Mal froh irgendwie, wenn ich nach einer Zeit mal mit dem Hund raus konnte oder irgendwie mich andersweitig ablenken konnte oder einfach nur ein Autorennspiel, was dann wie SimCity gewirkt hat. Also absolut brutalst, wirklich brutalstes Spiel, hebt die First-Person-Shooter wirklich, es wurde ja schon oft überall gesagt oder ganz oft gesagt, dass das wirklich auf ein anderes Level hieft und ich kann das eigentlich echt nur sagen, ja, ist wirklich so, weil abartig, es geht echt abartig ab, also ich hätte es auch gedacht so, ja, vielleicht bin ich zu alt für sowas, weil einfach meine Reflexe und alles nicht mehr die besten sind. Durchaus, aber es gibt einen angenehmen Schwierigkeitsgrad. Es gibt noch, glaube ich, 2 oder 3 Schwierigkeitsgrade drüber. Ich traue mich da nicht so ganz wirklich dran, weil ich echt das Gefühl habe, das wird mich dann komplett killen. Noob. Aber ja, weil irgendwann kippst du einfach vom Stuhl runter, weil es so heftig ist. Hast du irgendwas? Hast du irgendwas, um deinen Blutdruck mal zu messen irgendwie während des Spiels? Kannst du mal machen. Oh, das wäre mal wirklich interessant. Also ich freue mich aber jetzt schon auf die Download Contents, die es noch geben wird. Aber wirklich ganz cooles Spiel, richtig richtig cooles Spiel war bisher das wirklich die Anschaffung echt wert. Allein vom Retro-Faktor, der da rauskam. Oder mit hochkam und dann einfach diese Geschwindigkeit, dieses alles. Absoluter Höllenritt. Doom Eternal, ich kann es absolut nur empfehlen. Jeden, der auf so Shooter oder sowas steht, unbedingt reinschauen. Ah, cool.
Werde ich vielleicht auch mal reinschauen. Mal gucken, wenn es ein bisschen günstiger wird. Weil ich habe gerade noch andere Sachen zum Spielen. Unter ich anderem auch viel zu viel Sachen zu spielen. Die Pile of Shame ist... aber ich habe mir blöderweise noch was Neues gekauft. Deswegen, das war bei MMOGA, war das jetzt mal im Angebot. Und da habe ich doch mal zugeschlagen für Steam. Habe ich mir gekauft Terminator Resistance. Und ich mag ja durchaus Terminator, also die ganze Reihe, die ganzen Filme, die es da so gibt. Und ich habe sogar auf dem Amiga damals dieses lausige Terminator 2 Judgment Day Spiel gespielt und so. Und das war sau schwer und war total schlecht. Und ja, ich mag auch die Spiele. Ich habe die auch alle irgendwie gespielt und die waren alle eigentlich irgendwie bäh, so ein bisschen. Hatten aber so ein bisschen das Terminator-Feeling mit drin, was ich ja sehr mag, so dieses Endzeit-Feeling und so weiter, da lässt sich halt einiges machen und ja, irgendwie Terminator Resistance, ich weiß nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin, ich habe irgendwo da kursiert da irgendwo so ein Video, so eine kurze Besprechung da und da dachte ich, oh, das sieht ja eigentlich ganz gut aus und so und habe dann geguckt, was es kostet und es war gerade im Angebot irgendwie für 22 € statt 39 oder so. Und da habe ich mir den Steam-Code mal geholt und habe da reingespielt und habe wirklich erstmal lange drin gespielt. Was schon mal bei mir viel heißt, weil normalerweise installiere ich es, dann gucke ich kurz rein, hier läuft das alles und speichere erstmal und ja, mache dann irgendwann mal weiter. Das kann auch manchmal Jahre dauern. Aber hier war es so, ich habe da reingespielt und um das zeitlich einzuordnen, das Spiel... ihr kennt ja alle die Filme, ne? Und es gab ja in dem ersten Teil, im allerersten Terminator-Teil, gab es so Zukunftsvisionen, so Zukunftsszenen, wo dann Kyle Reese da eben in der Zukunft ist und mit dem Sohn von Sarah Connor, der dort die Resistance anführt. Und das Spiel ist quasi die Vorgeschichte zu diesen Zukunftsszenen. Das heißt, man weiß es ungefähr mal, wo es liegt. Also es ignoriert einfach diese letzten Filme, die es dann noch gab und ist quasi von dem ganz alten Film die Zukunftsvorgeschichte, also bevor John Connor eben den Terminator zurückschickt und Kyle Reese zurückschickt und der Terminator zurückgeschickt wird. Ne? So, und da muss man sich am Anfang so durch wirklich so geile Endzeit-Szenarien durchkämpfen. Man hat coole Gadgets, so Nachtsichtfunktionen und die Waffen sind genial gemacht. Das Ganze hat auch einen guten Flow, also irgendwie ist man da voll drin. Ich musste bloß die Tastatur noch ein bisschen umbelegen, weil die war ein bisschen anders, als ich es gewöhnt war, so irgendwie mit Öffnen, war auf einer anderen Taste wie sonst und ja, aber hat echt Spaß gemacht. Also ich bin noch nicht weit rein in das Spiel, aber es macht mir Spaß. Ich werde weiter berichten. Und wenn es interessiert, Terminator Resistance, ich weiß gar nicht, wie alt das ist oder so, wird wahrscheinlich nicht gerade neu sein, wenn es jetzt schon im Angebot ist. Aber könnte sein, dass es irgendwie schon ein paar Leute durchgespielt haben. Vielleicht kann mal jemand sagen, ob das, was ihr davon haltet, ob ihr das kennt. Ja. Dann kommen wir, Achtung, jetzt hier ein neuer Jingle. Music. Das ist so dumm. Vielleicht werde ich meinen Kumpel Daniel mal wieder fragen, ob er mir das auch noch einspricht oder so. Ich finde das so unsagbar geil, weil es so doof. Music. Hallo, das war ein Lob. Ah, okay. Ja, Musiktipps. Bei der Cage steht noch nichts drin. Fange ich mal an. Ich habe von Nas, Hip Hop is Dead. Einfach mal so. Weil zur Zeit kommt gerade nichts Neues raus irgendwie. Keine Konzerte, gar nichts. Skandal. Ja. Ich habe einen absoluten Ohrwurm von Billy Joel, The Longest Time. Habe ich gerade nicht im Ohr. Ich weiß gerade nicht, wie... Sing mal. Nee, ich werde nachher mal reinhören. Ich füge das ja jetzt eh hinzu hier. Das wollen wir beide nicht. So, und ich werde nachher... Könnte ich das irgendwo herkennen? Es sagt gerade vom Titel her, sagt es mir gerade nichts. Deswegen. Also wenn du den Song nicht kennst, dann weiß ich nicht, ob du jemals Musik gehört hast. Und es kam auch oder kommt auch in How I Met Your Mother vor. Ah, okay. Daher weht der Wind. Und Kate, hast du heute was? Ja, ich habe vor kurzem ein Video zugespielt bekommen, wo die Backstreet Boys einen Song wieder aufleben lassen. und so ein so quasi so Home zu Hause gemachten Videos und das dann alles zusammengestellt und deswegen möchte ich heute auf die Liste setzen die Backstreet Boys mit I Want It That Way. Gibt's da diese A Cappella Version schon eigentlich hier irgendwo? I Want It That Way? Nee, gibt's nicht bei
I want it that way heißt es, ja. Genau. Ich gucke gerade hier, was haben sie hier? Gibt es eine andere Version? Nee, gibt es nur Karaoke, also ohne Gesang, das wollen wir nicht. Nee, da gibt es nur immer die normale. Ganz normale. Wer es nicht kennt, also das kursiert gerade auf WhatsApp, dieses Video, dann, wenn ihr das haben wollt, müsst ihr mich mal anpingen, dann schicke ich es euch weiter oder so. Oder Chris und die Kate, ja. Einen von den beiden, ja. Haben ja jetzt viele so gemacht, so zu Hause. Was habe ich letztens gesehen? Das fand ich, da gab es ja auf Pro7 so eine Sendung, Freitagabend, jetzt nicht letzte Woche, sondern vorletzte Woche irgendwie, wo alle möglichen Künstler zu Hause irgendwie ein paar Songs gespielt haben. Und man hat da teilweise, boah, also manche, die haben, also die sind zwar Künstler und sprechen in Mikrofone und singen und, aber die haben ja überhaupt keine Ahnung, wie man zu Hause sowas aufsetzt. Also, da müssen manche irgendwie ihren Laptop genommen haben und über das Mikrofon, was da oben neben dem kleinen Monitor ist und über die Webcam versucht haben, da irgendwie, und dann war teilweise noch irgendwie so, du hast ja dann teilweise auch so Rauschfilter drin und sowas, was dann dazu geführt hat, dass du die Stimme zwar gehört hast, aber alle möglichen Nebengeräusche, irgendwie so Gitarre oder irgendwas, was die gespielt haben, hast du gar nicht mehr gehört, weil das rausgeblendet ist auch viel bei, wenn die mit den iPhone-Kopfhörern, die sind ja auch für Stimme gemacht und du kannst ja im iPhone drinne ausschalten bei den AirPods, ob die Nebengeräusche mit rausfiltern sollen oder nicht. Ne? Also manche haben es da echt nicht im Griff gehabt, da sind wir Podcaster schon viel weiter vorne von der Qualität her. Aha. Aber da war zum Beispiel, bin ich drauf gekommen, Mel C hat da ihr neues Video vorgestellt. Das hat sie zu Hause, angeblich, muss ich sagen, angeblich, aber es sieht so aus, als wäre das tatsächlich so. Angeblich hat sie komplett das alleine gedreht. Und sie hat da so verschiedene Szenen, einmal in der Küche, einmal wie sie Sport macht, einmal wie sie mit den Kindern Schule macht oder so. Könnt ihr vielleicht mal gucken auf YouTube oder so. Vielleicht findet ihr das da. Ich weiß nicht, wie es heißt, das Neue, aber von gleich gucken. Wenn man von Melanie C irgendwie, dann kommt das bestimmt irgendwie relativ am Anfang. Ah, hier genau, Who I Am heißt das. Erschienen am 19.03. Ist das das? Nee, das ist nicht das. Nee, das ist das nicht. Das muss ein anderes sein. Irgendwie ein aktuelleres, weil das ist ja vorher, das ist ja ein richtiges. Na, ich guck mal, ob ich es noch finde. Ansonsten packe ich es in die Playlist rein hier. Nicht in die Playlist, in die Shownotes. Und ich sehe es wohl gerade nicht. Egal. Wir hatten eine Reaktion zur letzten Folge, kann ich mich erinnern. Chris, hast du die auch gesehen? Die war irgendwie auf Twitter. Da hat irgendjemand geschrieben, dass es sich sehr gefreut hat, dass du diese Serie da gefunden hast, nicht die Serie, die Filme gefunden hast auf Disney Plus. Kannst du dich erinnern? Ich erinnere mich dunkel, da war was, ja. Ja, warte mal, ich such's gerade mal raus. Ja. Gut, dass du im Vorfeld alles vorbereitet hast für die heutige Folge. Ja, das ist immer, wenn dann jemand so auf Twitter oder so irgendwas schreibt, das ist immer dann, es geht aber manchmal ein bisschen unter, weil da sehr viele Reaktionen kommen auf diverse Tweets, die ich so absetze. Und ich find's, ja, hier, genau, der Sören. Ed. Heißt er auch Ed Sören? Ja, Ed Sören mit OE Sören hat geschrieben, Moment mal, hat Chris, also Coyote22, gerade gesagt, dass die Mighty Ducks Filme auf Disney Plus verfügbar sind. Sorry, ich muss los. Und dann, ja, ich höre im Homeoffice den aktuellen Kinocast. Das ist sehr vernünftig. Und ich habe mittlerweile festgestellt, dass ja, irgendwie sind ja alle möglichen Leute, die so sporadisch sonst immer so Podcasts aufgenommen haben, also gerade auch so diese großen Podcasts, die Paid-Content und irgendwelche Comedians und sowas, die immer mal so einen Podcast rausgehauen haben, dass die jetzt plötzlich angefangen haben, hier ihre Taktfrequenz zu erhöhen. Ich komme kaum noch dazu, meine ganze Liste durchzuhören, was ich sonst irgendwie innerhalb der Woche geschafft habe mit Fahrt zur Arbeit in der Bahn und so weiter. Komme ich jetzt nicht mehr dazu. Wie geht's euch da? Oder hört ihr gar nicht so viel Podcast? Ich hör kaum Podcasts. Ich gucke lieber Filme und Serien, damit ich über in unserem Podcast berichten kann. Das ist natürlich sehr vernünftig. Also mehr Serien wie Filme mittlerweile. Ja. Muss man, glaube ich, mal wieder Filme gucken. Und nicht immer die gleichen. Ich habe jetzt, glaube ich, zum 10. Mal Jurassic Park geguckt in den letzten 2 Jahren. Oder Scream. Ich mache da auch so Rewatches, ganz schlimm. Auf Sci-Fi lief die Zurück in die Zukunft-Reihe. Ich habe da mehrmals reingeschaltet, bin irgendwie ein paar Mal hängen geblieben. Geht immer. Es gibt aber so Filme, die gehen immer. Ja, oder Herr der Ringe oder so. Wenn das irgendwo läuft, dann bleibe ich auch hängen. Ja. Harry Potter. Nee.
Nee. Also Filme wie, ich finde so Filmreihen wie Scream und Jurassic Park und Zurück in die Zukunft, die kann man einfach immer gucken. Immer. Hm. Weiß nicht, ist einfach so. Ja, da gibt's diverse Sachen, die man immer mal gucken kann. Ja, ihr könnt ja mal, liebe Hörer, ihr könnt ja mal schreiben, was so eure, na, Guilty Pleasures kann man es nicht sagen. Es ist ja, also was so Filme sind, wenn ihr die beim Reinzappen irgendwo seht im Fernsehen, wo ihr dann einfach mal drauf hängen bleibt, schreibt's mal in die Kommentare. Und ansonsten denke ich mal, sind wir so weit durch hier, oder? Ja. Ich meine, Eishockey läuft ja auch nichts. Dein Side-Project hier. Ja. Ja. So. Ach so, nee, das hier unten haben wir ja auch schon abgehakt. Ich habe im Fernsehen gesehen, auf ARD war es, glaube ich, sogar. Da hat man ein Interview gemacht mit dem Herrn Desch, den wir auch letzte Woche in der Sendung hatten, das Interview von den Autokinos. Da hat man ihn tatsächlich interviewt. Und ich habe gesehen, also der Martin hatte mir eine Nachricht weitergeleitet. Der Martin arbeitet ja im Kino in Halle und der bekommt die ganzen Besucherzahlen immer irgendwie zugeschickt. Da gibt es so eine Art wie so Chartlist oder sowas. Und da hat er gemeint, da bei Inside Kino in diesen Besucherzahlen ist jetzt quasi das Autokino in Kornwestheim und das Autokino in Essen sind quasi Platz 1 und 2 immer jeweils in der Woche von den Besucherzahlen her, weil natürlich alle Kinos in Deutschland zu haben. Und er meinte aber, von den Besucherzahlen ist es wohl so, dass die wirklich bei jeder Vorstellung, jede Vorstellung nahezu ausverkauft sind. Voll krass. Also wir kennen ja auch jemanden, der da hin wollte, ne? Der Fabi. Ja, war dort, ne? Also ich glaube, da ist ganz schön was los jetzt, ne? Also krass. Also ich drücke da auch die Daumen und ansonsten alle anderen, die nicht geöffnet haben, können andere Kinos, die unterstützt ihr bitte alle, liebe Hörer. Ihr geht zum einen auf hilfdeinemkino.de, werde ich in Shownotes mit verlinken und guckt euch da bitte jeden Tag die drei Werbespots an und sucht da vorher das Kino aus, was ihr unterstützen möchtet. Und dann bekommt nämlich das Kino ein kleines bisschen Geld. Und wenn ihr Filme schauen wollt, schaut bitte zuerst auf kino-on-demand.com. Weil ich sag mal, den Netflix und Amazon Prime, die haben genug Geld. Ja, aber die kleinen Kinos um die Ecke, die haben ihre Angestellten und weiß nicht, da sind auch viele Teilzeitkräfte, die da vielleicht im Studium nebenbei ein bisschen Geld verdienen wollen und sowas. Ne? Die können jetzt alle nicht arbeiten und so. Unterstützt die Kinos. Ne? Die haben teilweise auch Mietverträge, die sie erfüllen müssen, egal ob jemand kommt oder nicht. Ne? Also kino-on-demand.com. Schaut bitte da die Filme, so wie wir es auch gemacht haben. Schauen das scharf und für nächste Woche Dunkel fast Nacht. Ja, soweit dazu. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Genießt die Zeit, haltet Abstand draußen zu anderen. Jetzt wird das Wetter schön. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Gesund, hoffentlich. Ihr auch da draußen. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Ciao. Bis bald im Kinocast.